Bereits am 26. September bestritten Grimmers Sachsen-Volleys in ihrer geliebten Muldenhölle ihr zweites Heimpunktspiel dieser Saison. Nach der 1:3 Auftaktniederlage gegen den TV Altdorf wurden in der zweiten Volleyball-Bundesliga die Provin-Volleys des TV Holz empfangen. Vor immerhin 142 Zuschauern tat sich der Gastgeber recht schwer und musste anfangs dem Gast den Vortritt lassen. Ein Spiel auf Augenhöhe sollte sich dennoch erst später entwickeln. Ab der ersten technischen Auszeit wendete sich dann das Blatt zugunsten der Muldestädterinnen. Mit Kampfgeist und viel Einsatzwillen setzten sie sich allmählich vom Gegner ab und bauten ihren Vorsprung stellenweise auf bis zu 4 Zähler aus. Dabei gab die Mannschaft von Holztrainer Frederik Scheller keineswegs klein bei. Auch wenn sie tags zuvor beim VCO Dresden aus dem Tiebreak sich geschlagen geben mussten, in Grimmer kämpften sie sich im ersten Satz nochmals bis auf 18:19 heran. Erst jetzt fehlte wohl etwas die Kraft, denn die Sachsen-Volleys sicherten sich letztlich mit 25:18 diesen ersten Satz. Auch der zweite Satz gehörte anfänglich eher den Damen von TV Holz. Lange Zeit beherrschten sie die Szenerie in der Muldentalhalle. Lange sehenswerte Ballwechsel, wie hier beim 6:4 der Provin-Volleys, prägten auch in diesem Satz das Spielbild. Immer wieder verkürzte der Gastgeber den Abstand zum Führenden und konnte sogar mehrfach ausgleichen. Doch ihn zu überholen vermochten sie jedoch vorerst nicht. Beide Kontrahenten hätten sich bis zum 22:22 diesen Satz sichern können. Doch leichte individuelle Fehler im Aufschlag und der Annahme brachten dem Gegner immer wieder in die Vorderhand. Erneut gleicht Grimmer aus und hat nun die Chance auf seiner Seite. 24:23 Satzball. Holz wehrt sich weiter, doch sollte Nora Fleischers Angriffsschlag beim Holzblock ins Ausgehen. Mit 25:23 sichert sich der Gastgeber auch den zweiten Satz. Auch im dritten Satz übernehmen die Holzerinnen die Führung. Grimmer vermag auch hier anfänglich nur auszugleichen. 5:5, 6:6 und 7:7. Hierbei ist die Blockarbeit besonders von Ulrike Schemel und Julia Eckelmann Gold wert. Doch sollte sich nun im weiteren Spielverlauf das Blatt wenden. Grimmer übernahm das Spielgeschehen gänzlich und setzte sich immer weiter vom Gast ab. Zusehends wurde der Abstand bis auf 10 Punkte erhöht. Auszeiten und Spielerwechsel auf Seiten der Provin-Volleys vermochten ein Kippen des Spieles nicht mehr zu erreichen. Somit hatte Grimmer dann beim Stand von 24:13 9 Satzbälle und wusste gleich den ersten für sich zu nutzen. Dieser 3:0-Sieg bescherte den Muldestädterinnen im zweiten Spiel die ersten Punkte. Die wertvollsten Spielerinnen an diesem Tag waren im Gast Lara Jühling und vom Gastgeber Lieberer Maria Eckelmann. Auch das erste Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft von Allianz MTV Stuttgart konnte am 2. Oktober mit 3:0 gewonnen werden. Mit 6 Punkten liegen die Sachsen-Volleys nun hinter der TG Bad Soden auf dem 4. Tabellenplatz.